Ich begrüße Sie recht herzlich zu den Südtirol-Nachrichten am heutigen Samstag. Ganz nach dem Motto "Jetzt mehr Freiheit und Unabhängigkeit" veranstaltete der Südtiroler Schützenbund heute eine Kundgebung in Meran. Mit anderen europäischen Vertreterinnen und Vertretern fand der sogenannte Unabhängigkeitstag statt. Dabei standen ganz unterschiedliche Themen im Mittelpunkt. Über den Tellerrand blicken und über neue Zukunftsmodelle diskutieren. In Meran am Sandplatz stand heute eine Veranstaltung des Südtiroler Schützenbundes auf dem Programm. Ein kleines Volksfest, bei dem ganz unterschiedliche Themen im Mittelpunkt standen. Also es geht um die Zukunft und wir möchten eine Zukunft, wo wir selber mehr mitbestimmen können. Unsere wichtigen Themen im Land, zum Beispiel beim Ehrenamt, zum Beispiel bei der Rentenpolitik, Schuldenpolitik. Und da sind wir der Meinung, dass Südtirol einen eigenständigen Weg gehen soll und viel mehr eigenständige, unabhängige Kompetenzen bekommen soll. Sind aber gemeinsam mit vielen anderen Völkern in Europa, die Katalanen, Schotten, Flamen, aber auch von Veneto und von der Toskana, die ebenso eigene Regionen, eigenständige Regionen projektieren wollen. Und Vertreterinnen und Vertreter aus diesen europäischen Regionen waren heute zu Gast in Meran. Es gab Vorträge, Podiumsdiskussionen, aber auch Goasselschnüller und traditionelle Volkstänze. Neben dem bunten Programm wurden viele ernste Themen angesprochen. Zum Beispiel ging es auch um das Rentensystem. Also das Rente war höchste Zeit, einmal die Mindestrente von 1.000 Euro einzuführen, den man seit 10 Jahren schon andenkt. Aber die Olme an der Bürokratie und an die mangelnden Kompetenzen auch verscheitert. Auch der Ärztemangel war Thema. Wir fordern einmal, dass das Fachpraktikum der umgehenden Ärzte hier daheim in Südtirol absolviert werden kann. Und dann ist natürlich auch ein großes Problem die Anerkennung der erlangten Studientitel. Momentan hat man da ganz eine lange Vorlaufzeit und es nimmt ganz viel Zeit in Anspruch, bis man den Studientitel hier in Italien anerkennt hat. Mehr Entscheidungsfreiheiten für Südtirol, das ist das Ziel. Aber wie kann dieses erreicht werden? Es müsste passieren, dass einmal Rom und Wien uns diese Zugeständnisse vertraglich einräumen. Es wäre immer ein gemeinsames Projekt, wo die vertraglichen, wie zum Beispiel San Marino. San Marino hat mit über 100 Ländern Verträge, internationale Verträge. Also mit internationalen Verträgen könnte man noch vieles machen, zum Wohle für unsere eigenständigen Region. Für diese Veranstaltung hatte der Südtiroler Schützenbund die Arbeitsgemeinschaft IEZ ins Leben gerufen. Diese versteht sich als überparteiliche demokratische Gemeinschaft, die eine Plattform bieten möchte, um aktiv am Diskurs über die Zukunft Südtirols teilzunehmen.